Duell, hoffentlich nicht das Motto dieser beiden Mannschaften hier, musikalisch untermalt zur AC/DC. Wir kommen zur zweiten Partie in der Gruppe 3, wie angekündigt von Sebastian Wiese, zwischen dem 1. FC Nürnberg und Mainz 05 hier auf der Platte. Und das ist schon die erste Möglichkeit, da sah der Mainzer Torwart nicht gut aus, da trifft Thomas Schmidt zum 1:0. Lasse Ries hat den Ball noch mal freigegeben. Kleines Missverständnis mit seinem Verteidiger. Zur ganz frühen Führung, keine 20 Sekunden gespielt. Nürnberger ja ein gern gesehener Gast. Super beliebt bei den Organisatoren und Offiziellen hier im Turnier. Sie jedes Jahr ganz sympathisch überkommen. Der erste Nürnberger ist in der Vergangenheit zu sehen. Torschütze mit der Löffel Nummer 9, Thomas Schmidt. Auch hier versuchen wir die Mannschaft ein bisschen kennenzulernen. Mainz 05 und wir sind hier hochkarätig angereist. Haben insgesamt 3 Nationalspieler auch im Kader gehabt für La Manga und 2 sind auch mit dabei heute. Oskar Schönfelder, der auch der Top-Torschütze der Mainzer mit 10 Treffern in der Liga. Außerdem mit dabei ist Erkan Ehibil, der der zweitbeste. Nein, nicht der zweite Torschütze, Entschuldigung, ist einfach nur aktiver Nationalspieler. Was heißt nur? Er ist aktiver Nationalspieler beim DFB. Zweitbester Torschütze ist Mehmet Yildiz, der auch dabei ist. Er mit 6 Treffern für die Mainzer. Der Regionalliga, wo die Mainzer auf einem starken zweiten Tabellenplatz stehen. 11 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Sind nur 2 Punkte hinter dem Tabellenersten. Das ist die U17 von Elversberg. 1:5 bildet da mit 9 Toren die beste Defensive, 9 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Also bisher wirklich eine starke Saison der Mainzer auf dem Feld und wir sind gespannt, wie sie das hier in der Halle präsentieren können. Das ist erst die 5. Teilnahme für Mainz 05. Allerdings haben sie das Turnier auch schon einmal gewonnen, im Jahr 2015. Erster Finaleinzug in der Turniergeschichte und den Pott mit nach Hause genommen. Den Pott mit nach Hause nehmen durfte der 1. FC Nürnberg noch nie. 14 Teilnahmen sind bis jetzt. 2-mal schon mal im Endspiel, zuletzt 2013, aber noch nie gab es den Pokal für die Franken. Durchgespielt, da mit der Seite, aber dann aufmerksam geklärt. Der SFC Nürnberg ist in Anführungszeichen nur in der Landesliga aktiv, dort aber Tabellenführer. 8 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Beeindruckende Bilanz. Ja, warum nur Landesliga? Das Problem, wenn man das so benennen darf. Also Möglichkeit hier für Mehmet Yildiz. Die Problematik liegt in der hauseigenen U17, die ist nämlich aus der Bundesliga abgestiegen. Spielt jetzt in der Regionalliga. Das bedeutet gleichermaßen, dass die U16 auch eine Stufe runter musste. Allerdings ist da Hoffnung für den Nürnberger Sicht. Wie gesagt, die U16-Tabellenführer und auch die U17 ist unangefochtener Spitzenreiter der Regionalliga. Von daher ist man in Nürnberg auf Kurs, diesen Betriebsunfall wieder komplett zu korrigieren. Gute Möglichkeit hier, die nächste für Niklas Bauer. Die Jungs zielen noch nicht genau, ansonsten werden sie offensiv stärker. Sind also auch ein Stück weit favorisiert hier. Gute Möglichkeit wieder. RW Papala und jetzt ist dann der Nachschuss drin zum 1:1, zum verdienten 1:1 Ausgleich. Und
Pela ist übrigens der dritte Nationalspieler für die Mainzer, also auch er dabei. Auch Mainz genau wie der VfL Wolfsburg mit Ausbeute 3 von 3. Das Turnier ist aufgrund des Kalenders dieses Jahr etwas später angesiedelt. Das hat einen riesen Vorteil, die Nationalspieler kamen die letzten Jahre immer donnerstags aus einer Manga zurück und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann samstags hier auf die Platte schaffen, war ziemlich gering mit allen Rückreisestrapazen und so weiter. Musste man den Jungs etwas Pause geben. Dieses Jahr war bereits am Sonntag Schluss in der Manga. Dementsprechend jetzt 5 Tage Zeit und deswegen mehr Nationalspieler da als sonst. Nächste große Chance für Nürnberg. Das war gut reagiert von Asseris. Hat er gut aufgepasst und sich den Ball gepflückt gegen Simon Giesbeck. Erster Schussversuch von Mehmet Yildiz für die Mainzer. Also es ist eine temporeiche Partie hier. Beide Mannschaften geben gut Gas. Guter Schussversuch jetzt wieder vom Torschützen Thomas Schmidt. Der steile Ball. Das ist der erste Kontakt. Finis und Janga. Abschluss. Versuch und dann der Seitfallzieher von der Mittellinie. Leben noch vom Salon schalten hier. Und von Treffern 2-2. Thomas Schmidt, zweiter Treffer in dieser Partie für ihn. Also es ist noch keine 100%ige Struktur zu erkennen. Einige Mannschaften ja schon mit einer klar erkennbaren Taktik hier unterwegs. Hier geht noch sehr viel über Balleroberung, schnelles Umschalten. Weniger über Aufbauspiel, über rausgespielte Spielszenen. Der lange Ball, das er behauptet, von der Kanebel. Das war ein ganz gefährlicher Ball. Da war aber 2-2. Ausgeglichene Partie. Ja, der ist jetzt im Umberg übrigens. Michael Wimmer, 36 Jahre alt. Spielt selber. Ja, ein, zwei Jährchen ist es schon her in der U19 für 1860 München, während seine Schützlinge jetzt in Führung gehen. Nico Lyon wird den 13. für die Nürnberger. Also selber dann bis zur Regionalliga aktiv im Seniorenbereich. Was die nächste Chance da war. War interimsweise sogar mal Chefcoach der U23, als Michael Wiesinger kurzzeitig die Profis übernahm. Schon länger in Nürnberg und sehr beliebt beim SFC. Und in Franken. Abschlussversuch. Abschlussentscheid von Thomas Peters
Matura ist bekannt. Zweitschuss für die Nürnberger. 5 Minuten vor dem Ende. Der Wechsel war mal nicht der Wahl gesagt und da gibt es Freistoß. Für den Merk nach dem Handspiel vom Torwart war außerhalb des Strafraums. Spieler hier fast über den Haufen gemäht von Nürnberg. Ich habe es markant, keine Verwandten gemacht. Und Nürnberg ist im Moment so ein bisschen handlungsschneller, so ein bisschen zielstrebiger als die Mainzer. Wenn mehr Zweikämpfe haben, mehr Ballgewinne. Der weite Ball vom Keeper leicht direkt in die Spitze rein. Nürnberg hat eigentlich das jetzt haben mit allen Mann. Ob man Freistoß hilft, glaube ich, nachdenken dürfen. Jetzt die Chance. Aber Marcel Mansfeld verpasst den Ball. Also eine schöne Brustmitnahme, gut runtergepflückt. Das war technisch richtig gut gemacht. Von Simon Kiesbeck. Abschlussversuch. So rangesetzt. 1 Minute noch in dieser Partie. Gespielt, er hat fast sein drittes Tor gemacht in diesem Spiel. Thomas Schmidt. Jetzt mit 4 Sekunden eng. Ja, im letzten Moment den Ball weggeworfen. Riecht nach Auftaktsieg für die Nürnberger, führen hier 3-1, haben das so weit auch im Griff. Mainz hier noch gefühlt mit einer angezogenen Handbremse. Da geht mehr, da wird auch mehr kommen. Jetzt die 4 Sekunden abgelaufen. Freistoß für Mainz, vielleicht nochmal die Chance hier heranzukommen und die Schlussphase dann doch noch einmal richtig spannend zu machen. So, wie spielen sie es aus? Gekommen! Und zwar ganz platziert. Treffer, 3-2. Und jetzt bekommen wir nochmal eine lustige letzte Minute, weil Mainz jetzt die Möglichkeit hat hier.
mit einem Treffer auszugleichen. Wir hatten so viele spannende Schlussphasen, sodass jetzt hier nochmal ein bisschen Tempodynamik reinkommen wird, diese letzte Minute. Ball läuft, 38 Sekunden auf der Uhr. Langer Ball. Ballbesitz, 2:5. Der Ball wieder lang geworfen. Wenn er jetzt abgelegt bekommt, klappt nur suboptimal. Wieder Ballbesitz. Lasse Ries, Mainzer Keeper, legt den Ball aber ab. Brooklyn Wölfinger. Wölfinger, guter Ball, wenn die Mitnahme da funktioniert. Aber der Abfall ist noch da. Wölfinger! Links daneben. Die große Chance zum 3-3. Wir haben noch 17 Sekunden auf der Uhr. Zeit ist angehalten. Mainz muss jetzt Druck machen. Braucht nochmal den Ball. 14 auf der Uhr. Der Ball muss nach vorne. 10 Sekunden haben wir noch. Das ist die Möglichkeit, das einmal vernünftig sauber durchzuspielen. Über die Bande gespielt. Aber dann ganz sicher gehalten von Luca Petzold. 3 Sekunden, 2 Sekunden. Das war's. Nürnberg gewinnt. Knapp aber verdient mit 3:2. Bis gleich.